Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ich hab was ganz Schlimmes gemacht. Du hast dir ein VIP-Ticket fürs Helene Fischer-Konzert in München geholt. Nee, viel, viel schlimmer. Hast du dich da beim Veranstalter auch beschwert? Helga, ich hab geklaut. Was hast du? Geklaut. Geklaut? Psst, nicht so laut, sonst hört das noch Irmgard von nebenan. Was hast du gemacht? Marianne? Geklaut hat sie. Ich weiß aber noch nicht was. Danke, Marianne. Jetzt, wo Irmgard das weiß, weiß es in der Stunde ganz easy. Was hast du denn geklaut? Ein Baum. Was? Im Klüppelweg. Da ist doch die Weide von Bauer Hübner. Ja. Da liegt doch so ein Baum, der vom Sturm umgekippt ist. Ja. Den habe ich mitgenommen. Wieso? Helga, Energiekrise. Damit ich im Winter was zu heizen habe. Du klaust Bäume? Ja, der lag da so rum. Das ist illegal. Genau, ist bestimmt froh, dass er nicht mehr auf seiner Weide liegt. Kauf dir doch Holz für den Ofen. Kannst du doch nicht mehr bezahlen. Hast du da so Angst, dass im Winter deine Bude da ist? Der Russe dreht uns den Gashahn zu. Und ich krieg doch so schnell kalte Füße. Ja, aber... Und davon krieg ich dann Blasenentzündung. Und dann muss ich ins Krankenhaus, aber... Da komm ich denn nicht hin. Wieso? Die Benzinpreise sind doch so hoch. Beruhig dich mal. Kenn ich. Marianne, der Kanzler hat auch gesagt, er wird dafür sorgen, dass im Winter kein Bürger frieren muss. Und das glaubst du? Natürlich nicht, ich bin doch nicht blöd. Wie sollen wir Kleinbürger das denn alles noch bezahlen? 2,4 Cent pro Kilometer. Nee. 2,4 Gramm. Helga, jetzt hast du Kuddelmuddel. 4,2 Kilometer Wattstunde. So. Sollen wir mehr zahlen im Jahr? Das hört sich jetzt erstmal viel an. Ist viel. Ein durchschnittlicher Haushalt hat 2000 Kilowattstunden im Monat. Dann sind das in einem Jahr 24.000 Kilowattstunden. So, und jetzt kommt's ja noch. Jetzt hast du das Ganze mal 2,4 Stunden. So. So lange? Dann hast du rein netto kilowattmäßig mehr im Jahr 24.000 mal 2,4 57.600 Mark mehr im Jahr. Das dann noch in Euro sind ungefähr 100.000 Euro mehr im Jahr für eine durchschnittliche Familie. Ich glaube... Das ist ein bisschen viel, ne? Da kann ich angehen. Ja, das scheiß Ding ist kaputt hier irgendwie. Kennst du dich damit überhaupt aus? Nee, ich weiß das. Ich habe 97 mal in einer Stromfabrik gearbeitet. Da weiß ich, wie man das mit den Kilos berechnet. Ach, egal. Wir machen es ja wenigstens für einen guten Zweck. Ich finde ja viel schlimmer, dass die Sauna von Tanja Sunshine Shop dieses Jahr geschlossen hat. Da kann man doch wohl mal drauf verzichten. Und ab 22 Uhr keine Schaufenster mehr beleuchten. Also nun will uns die Regierung da oben aber komplett vernichten, oder was? Also in Anbetracht dessen, was andere Menschen gerade in Europa für schlimme Sachen erleben, also da können wir feinen Deutschen doch wohl einmal auf Sauna und Schaufensterbeleuchtung verzichten, oder? Ja... Wahrscheinlich schon, ja. Also, über was reden wir hier? Aber gut finde ich das trotzdem nicht. Wenn Krieg ausbricht, ist doch nie was Gutes dran. Egal, wo du auf der Welt wohnst, Helga. Sag die Moral, Marianne, die immer in Sisibi Bäume klaut. Psst, nicht so laut. Ach, ich glaub jetzt... Oh nein, jetzt ist es soweit. Was denn? Irmgard hat die Polizei gerufen. Jetzt bin ich eine gesuchte Verbrecherin. Das war doch nur ein Baum, Marianne. Das ist ein Lebewesen. Ich habe ein Lebewesen verschleppt. Wo hast du denn den Baum? Zerstückelt in der Tiefkühltruhe. Wo drin? Guckst du denn keine Krimis, Helga? Da verwest das Holz dich. Auf dem Dachboden liegt überall noch Sägespäne. Ich muss die Spuren der brutalen Zerstückelung beseitigen. Vielleicht ist das der Postbote, Marianne. Ich muss den Baum loswerden. Ich werfe ihn in den See. Was? Oder in Säure auflösen. Die dreht durch, die Alte. Die Baumangehörigen vermissen ihn schon. Deswegen suchen sie ihn. Es reicht, Marianne. Helga. Wenn ich gleich ins Gefängnis komme, sag mein Mann, dass es mir sehr, sehr leid tut. Aber... Ich habe das doch nur gemacht, damit ich im Winter keine kalten Füße habe. Also... Scheiß Pudding. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Eisbein. Kann ich nicht. Hast du doch so gewisse Eisbein, der ist mir zu viel mit so Eis und Fett dran. Eis und Fede und kalte Füße und so. Krieg ich Frostbeulen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.